Sonntag 18 Uhr, euer Girl Sascha. Oh, sorry. Euer neidisches Girl Sascha. Hallo, ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Danke nochmal für das überragende Feedback zum letzten Video. Ein, zwei Leute haben gemeint, dass ich einfach neidisch bin. Wer wäre nicht neidisch darauf, eine Kollektion rauszubringen, die ungefähr genauso viel wert ist wie ein Zara-Shirt, was 4,99 € kostet. Aber klar, ich bin neidisch. Hey. Wisst ihr, worauf ich auch richtig neidisch bin? Auf diese beiden. Wenn man diese beiden sich mal anschaut, dann würde man ja schon sagen, Hashtag Couple Goals. Couple Goals sollte jeder von euch kennen. Für die Ü40-Jährigen, Couple Goals ist die unrealistische Vorstellung von einer Beziehung, die dir suggeriert wird im Internet. Aber um das mal ganz vereinfacht darzustellen, Couple Goals ist wie eine Beziehung, die man nie erreichen will, aber die es pausenlos auf Instagram gibt. Ein Haufen schöner Bilder, Vlogs und das scheinbare Gefühl, dass jedes Pärchen auf Instagram irgendwie perfekt ist und jede Beziehung toll ist, jede außer deine. Woran liegt das und inwiefern schadet Social Media auch deiner Beziehung? Das Thema Social Media ist riesig. Ich würde das gerne nochmal in einem anderen Video behandeln, denn es ist viel zu groß, um das noch in diesem Video unterzubringen, weil das Thema Beziehungen in meinen Augen sehr, sehr viel Platz einnimmt und deswegen ich das heute auch nur auf die Couple Goals runterbreche und was dahinter steckt. Aber wie gesagt, gerne behandle ich das nochmal in einem anderen Video. Couple Goals sind nichts Neues. Wir kennen das aus Filmen wie Titanic und Twilight, PS, ich liebe dich, ganz toller Film. Oder aus Kinderfilmen, wo man am Ende ganz, ganz glücklich ist, dass der Prinz seine Prinzessin heiraten kann. Hashtag Shrek ist der beste Animationsfilm forever. Der Social Media Boom bringt eine ganz neue Möglichkeit, seine Beziehung zu vermarkten, was nicht unbedingt was Schlechtes ist, weshalb wir auch die positiven als auch die negativen Aspekte beleuchten werden. Digitalisierung hat einen enormen Schritt gemacht. So ist es möglich, auf der ganzen Welt seinen Partner kennenzulernen, mit ihm sich zu connecten, ihn die ganze Zeit abzudaten, mit ihm in Kontakt bleiben und das ohne eine super hohe Telefonrechnung. Plattformen wie Tinder, Lavoo, Parship, die seit neuestem mit einer seriösen Kampagne bei Influencern durchstarten wollen. Plattformen wie diese geben den Menschen eine enorm große Auswahl, wo wir fast schon penibel die besten Charaktereigenschaften von einem Menschen auswählen können, die wir zu 100% haben möchten. Denn wenn es nicht klappt, hey, ist doch nicht schlimm, es gibt doch genügend Auswahl. Aber früher war eigentlich alles besser, denn da war es alles einfacher. Man hat Beziehungen nicht einfach weggeworfen, man hat dafür gekämpft und sie repariert. Und ich kann ehrlich gesagt diesen Spruch einfach nicht mehr hören. Auch nicht von einem Hendrik aus Temptation Island. Die schöne Zeit von früher ist nicht ganz so schön, wie man sich das vorstellt, denn damals war es überhaupt nicht normal, sich scheiden zu lassen. Und als Frau hattest du auch eine ganz andere Rolle als heute. Nicht nur, dass eine soziale Ächtung damit kommen würde, wenn du dich von deinem Mann scheiden lassen würdest, du warst natürlich auch wirtschaftlich abhängig von ihm. Denn früher war es eher normal, dass die Frau zu Hause geblieben ist, sie eher um die Kinder gekümmert hat und um den Haushalt. Und deswegen war natürlich die wirtschaftliche Situation ganz, ganz anders für eine Frau. Und wenn man sich dann doch entschieden hatte, sich scheiden zu lassen, gab es noch sowas wie das Schuldprinzip, welches in einer Ehe eindeutig die Schuld zu der Mann oder zu der Frau hinleiten sollte. Und heutzutage wirft man vielleicht Beziehungen eher weg, weil man die enorme Freiheit dazu hat. Oder auch, weil man eine ganz, ganz andere Vorstellung von Beziehungen hat, als sie eigentlich sind. Und so wünschen sich heutzutage viele eine Ehe, die 50 Jahre oder länger hält und lassen sich dabei inspirieren von Paaren aus dem Internet. Aus dem Internet! Auf YouTube, auf Instagram. Denn heutzutage werden Beziehungen bewusst in die Öffentlichkeit gezogen. Man teilt gerne schöne Momente, Anträge, Meilensteine und Couple Goals. Und anders als bei Filmen sind Creator uns in dieser Hinsicht viel näher. Sie sind greifbarer, sie beziehen uns mit ein, sie beantworten Kommentare und man fühlt sich fast so, als wäre man mit ihnen befreundet. Natürlich kommt es darauf an, wie aktiv man im Social Media Bereich ist, ob man auch sehr oft auf Social Media abhängt, das Ganze verfolgt und vielleicht sogar ein Lieblingspärchen hat, dem man den ganzen Tag zuschauen könnte. Dadurch, dass man ständig Pärchen zusammen sieht, die zum Beispiel zusammen reisen, trainieren, ihre Ziele zusammen verfolgen und dabei so super glücklich sind, kommt oft ein schleichender Gedanke, warum ist meine Beziehung nicht so? Warum bin ich nicht so glücklich? Warum ist mein Partner nicht so romantisch? Warum sieht sie nicht immer so aus? Will er nicht mich in seiner Bio stehen haben, dass er zu mir gehört? Muss man schon sagen, ist schon... Ihr schreibt für 14-Jährige, okay. Solche Bilder und Vlogs sind natürlich eine schöne Erinnerung und sie kommen schön rüber, aber sie schaffen einfach eine falsche Erwartungshaltung. Denn jede Beziehung hat Krisen, jede Beziehung hat schlechte Momente und jede Beziehung ist eine Herausforderung, was man sich bei diesen Videos und Beiträgen nicht bewusst wird. Es sei denn, Paare machen eine Storytime und erzählen euch, welche Krisen es in ihrem Leben gab. Und das ist ja auch alles eine bewusste Entscheidung.
Und trotzdem wird es dabei bleiben, dass die meiste Zeit eine fabelhafte Welt besteht, wie glücklich die Paare sind. Genauso wie unrealistische Schönheitsideale, der perfekte Winkel, der flache Bauch und der perfekte Po auf Instagram zelebriert werden, werden es auch Beziehungen. Denn mal ehrlich, das ist nichts Normales, denn es ist eher eine Schnulze, wo Hugh Grant die Hauptrolle spielt. Und das ist nicht mal böse gemeint. Mit der Ausweitung von Social Media kommen auch die negativen Seiten. Und zwar, dass du zum Beispiel deinen Partner Schritt für Schritt verfolgen kannst. Früher gab es mal auf Instagram eine ganz, ganz tolle Funktion, und zwar die Stalker-Funktion. Und da konntest du sehen, wem dein Partner folgt, welche Bilder geliked wurden, was kommentiert wurde. Es gibt diverse Studien, die aufzeigen, dass Facebook und Co. zu einem erhöhten Streitpotenzial führen, gerade wenn die Beziehung vielleicht noch nicht ganz gefestigt ist, man einfach nicht das nötige Vertrauen hat für den Partner, weil alles noch so frisch ist, oder wenn man einfach ein niedriges Selbstbewusstsein hat und da einfach das Problem aufkommt, dass man schnell eifersüchtig wird, weil man den Partner nicht einschätzen kann oder vielleicht sich selbst auch nicht richtig wertschätzt. Wo ich Couple Goals generell sehr schwierig finde, ist einfach, dass durch diese Selbstinszenierung auch einfach der Vergleich zwischen anderen Beziehungen kommt. Wie bereits in diesem Video hier von mir erwähnt, ist es so, dass Leute, die auch von ihrer Beziehung leben und das Ganze nach außen hin präsentieren, immer ständig was abliefern müssen. Das heißt, wenn sie Vlogs machen, muss auch wirklich etwas Spannendes passieren, damit sie das auch hochladen können, damit sich Leute nicht langweilen und damit die Leute dranbleiben. Und im Endeffekt passiert vielleicht etwas Cooles, wie dass sie reisen oder dass sie Geschenke bekommen oder dass sie sich ein tolles romantisches Wochenende machen. Bei den Zuschauern kann also der Eindruck erweckt werden, dass ihr Leben total langweilig ist. Oh Mann, schon wieder auf dem Sofa abends. Und er bringt mir auch gar nicht die ganze Zeit Blumen. Und sie macht sich gar nicht so hübsch für mich. Und dann fängt es vielleicht an, dass man sein Leben gar nicht als gut genug empfindet. Sein Partner gar nicht als gut genug. Dass er langweilig ist. Dass man gar nicht so wertgeschätzt wird in dem Sinne, wie es andere in Videos tun, die einem Dior oder Chanel oder was auch immer kaufen. Man strebt nach seinen Vorbildern, weil sie auch einem zum Greifen nah sind und sogar einem bei den intimsten Momenten mitnehmen. Bei einer Geburt. Weiter. Umso überraschter ist man natürlich, wenn die Paare ihr Beziehungsende bekannt geben. Und das Schlimmste ist, dass man sich bei wildfremden Menschen im Internet dafür rechtfertigen muss, warum es zu Ende ist. Wildfremde Menschen, die man bis dahin noch so gerne mitgenommen hat bei all den anderen Aktivitäten. Viele haben spekuliert, viele haben drüber geschrieben, viele haben geredet, viele haben geschrieben, getan, gesagt, gemacht. Hier habt ihr eure Antwort. Jetzt sind wir kein Paar mehr. Als ob es nicht schon schlimm genug ist, dass man die Trennung selbst verdauen muss und selbst damit fertig werden muss, muss man das Ganze auch noch anderen Menschen erklären, sich die Kommentare durchlesen und das Ganze auch noch sacken lassen und sich so erklären, als wären das die eigenen Kinder. Und dafür ist man selbst verantwortlich. Für mich ist das Schlimmste nicht die Reaktion von Menschen auf eine Trennung, die Pärchen bekannt geben, sondern die Reaktion darauf, wenn ein Pärchen einfach mal einen Scheiß Tag hat. So kommt es dann dazu, dass aber jeder ein Hobbypsychologe wird und einem sagen möchte, was an der anderen Person falsch ist, dass die beiden unglücklich wirken und dass sie doch einfach mal miteinander reden sollten. Eine Beziehung ist nicht perfekt. In einer Beziehung wirst du mit Krisen konfrontiert, du wirst mit Charaktereigenschaften konfrontiert, die dir am anderen nicht gefallen, du wirst mit Situationen konfrontiert, die dich abfacken werden. Ich meine normale Situationen, ne? Nicht irgendwelche gewalttätigen Sachen, das ist so eine ganz andere Schiene, sofort beenden, Gewalt geht gar nicht in eine Beziehung, sondern ich meine ganz normale Alltagssituationen, dass man sich mit seinem Partner streitet, dass man einfach mal abgefuckt ist und es scheint so, als ob auf Instagram dir suggeriert wird, dass es sowas in einer Beziehung gar nicht gibt. Präziser gesagt, ist es eher wie ein Teufelskreis. Sobald du auch schlechte Tage zulässt und das in einem Video festhältst, kommen Kommentare von Hobbypsychologen. Das heißt, du bist sozusagen gezwungen, eine Scheinrealität zu leben, wo alles perfekt ist und gleichzeitig beeinflusst man so schlecht andere Beziehungen, die sich hinterfragen und fragen, warum meine Beziehung nicht so perfekt ist wie die in den Videos von anderen. Wenn du dich streitest, hast du irgendeinen Fehler in deiner Beziehung. Wenn du vielleicht mal genervt bist oder ihr beide genervt wirkt, dann hast du irgendein Problem in deiner Beziehung. Da musst du vielleicht auch mal drüber reden. Auf jeden Fall wissen alle es immer besser als du in deiner eigenen Beziehung. Es ist eine Sache, innerhalb der Beziehung damit klarzukommen. Es ist aber eine andere Sache, das vor Tausenden von Menschen auszuleben, während sie dir einen Kommentar zu deiner Beziehung geben. Und das ist ein hoher Belastungsfaktor für junge Beziehungen, als auch für Beziehungen, die schon länger gehen. Vielleicht für Beziehungen, die schon seit 2-3 Jahren gehen. Und am Endeffekt ist man super überrascht,
wow, wie konnte das denn passieren? Ich habe das gar nicht gedacht. Es sah doch alles so gut aus und ihr wart mein Vorbild. Etwas von seiner Beziehung auf Social Media zu erzählen, ist kein Problem. Es kann oft eine Bereicherung sein für sich, wenn man vielleicht nicht weiter weiß, wenn man ein Problem hat und Menschen schon mal dieses Problem durchgemacht haben. Es kann dir helfen, deinen Wert zu erkennen und wie du dich zu behandeln lassen hast und warum du eine schlechte Behandlung nicht verdient hast. Jedoch kommt es immer häufiger vor, dass Menschen auf eine exzessive Weise, genauso wie ihre Kinder, auch ihre Beziehung vermarkten möchten. Also, die Beziehung kommt immer zuerst und dann kommen die Kinder, ne, ist ja klar. Lifestyle-Vlogger. Schlüpfrige Fragen, Streitereien oder ob man vielleicht sogar mitraten möchte, warum die Beziehung angeknackst ist. Ich finde das fast sogar ein bisschen zynisch. Ich glaube, eine Beziehung in so einem engen Sinne zu vermarkten und den Kanal auf einer Beziehung aufzubauen und zu zeigen, wie toll man ist. Vielleicht sind die auch toll, ne? Man weiß es ja nicht. Das ist natürlich meine Meinung. Ich glaube, es ist super, super ungesund. Einfach für die eigene Beziehung, wenn sie so krank in der Öffentlichkeit steht. Und dann gibt es Menschen, die das Gefühl haben, ihre Beziehung nach außen tragen zu müssen, weil es natürlich auch super gut funktioniert. Es ist das, was die Menschen gerne sehen möchten, was für schöne Dinge sie erleben und wie toll eine Beziehung sein kann. Aber andererseits vergleicht man sich dann damit und es schafft einen unrealistischen Standard, den man auf keinen Fall erreichen kann. Und das führt natürlich zu einer höheren Unzufriedenheit, denn ja, warum ist mein Partner nicht so? Warum schenkt er mir nicht jeden Tag Blumen? Es sind meist gefilterte Augenblicke, die euch bewusst und kontrolliert Sekunde für Sekunde gezeigt werden. Und dass das nicht realistisch sein kann, das vergisst man oft. Beziehungen sind hart und Hashtag Couple Goals ist eher mehr Fantasie als Realität. Denn es ist eine Sache, sich selbst zu hinterfragen, zu gucken, was könnte besser laufen, wie könnte ich das ändern und wo ist der Knackpunkt. Und es ist aber eine andere Sache, sich selbst mit anderen zu vergleichen, zu gucken, was der Partner besser machen könnte, warum er nicht so ist wie die anderen und warum meine Beziehung nicht ist wie die, die ich bei YouTube sehe. Oft vergessen wir einfach, dass das nicht die echte Welt ist, denn der Übergang ist einfach fließend. Ein Creator, der so nah ist, der uns in sein Leben mitnimmt, da verschwindet einfach die Grenze und der nötige Abstand, der euch wissen lässt, dass das Ganze immer noch ein Video ist, was bewusst gezeigt wird. Und ich hoffe einfach, dass ihr euch nicht zu sehr beeinflussen lasst von der perfekten Beziehung, falls es sie überhaupt gibt. Und eine perfekte Beziehung ist nicht das, was ihr auf YouTube seht, sondern eine perfekte Beziehung schafft ihr euch selber, indem ihr selber an euch arbeitet, an eurer Beziehung. Und wenn ihr wisst, dass eine Beziehung viel Arbeit ist und nicht nur daraus besteht, dass man ständig glücklich ist und sich ständig überrascht. In einer Beziehung sind Höhen und Tiefen. Und das ist das wahrscheinlich, was euch auch eure Großeltern ruhig erzählen könnten. Denn ja, man wirft Sachen nicht weg, man repariert sie, indem man kommuniziert, indem man redet, aber nicht indem man sich mit anderen vergleicht. Das weiß ich von den beiden. Habt ihr schon mal den Druck verspürt, dass ihr nicht so glücklich seid wie die anderen Pärchen in ihren Videos oder dass ihr vielleicht euch auch mal dabei erwischt habt, dass ihr auch mal gerne mehr Couple Goals Bilder machen möchtet? Verspürt ihr einen gewissen Druck oder sagt ihr so, nee, juckt mich gar nicht? Und das hoffe ich, dass es euch nicht juckt. Aber in den meisten Fällen, durch diesen ganzen Input, ist man oft einfach schon so ein bisschen geblendet. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo dalassen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag, 18 Uhr, mit einem ganz spannenden Video und noch mehr Lebensweisheiten, von denen ihr nie genug kriegen könnt. Ja! Euer Girl, ciao!